rauchige medizinische Aromen in Kombination mit Sherry geht eigentlich immer bei Laphroaig. Wir gucken uns heute den Laphroaig Sherry Oak Finish an und vergleichen ihn direkt auch mal mit dem eingestellten Laphroaig Triple Wood. Viel Spaß mit dem Video. Ja, moin liebe Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Whiskey-Helden und heute habe ich hier zwei Gläser stehen. Ja? Das heißt, ich gucke mir nicht nur den Laphroaig Sherry Oak Finish 10 Jahre an, sondern vergleiche den heute einfach mal hier mit dem Kandidaten, der hier rechts neben mir im Regal schlummert, dem Laphroaig Triple Wood. Den hatte ich ja im letzten Video, blende ich euch hier mal ein und eure Reaktion darauf war, teste den noch einfach mal parallel oder solange du noch hier so ein bisschen was in der Pulle hast, verkoste den nochmal parallel mit dem Sherry Oak Finish, weil ich war ja im letzten Video zum Triple Wood auf der Suche nach Alternativen und da hatte ich gesagt, dass ja dieser Sherry Oak Finish sozusagen auch von vielen als Nachfolger gehandelt worden ist, obwohl das von den Ausgangsdaten ja einfach gar nicht mal so wirklich passt. Na, da würde der Lore ja besser passen, weil der hat halt auch ehemalige Bourbon Fässer, der hat Quarter Cask und der hat Sherry. Der Zehner hier hat eine andere Kombination sozusagen. Die Tube und auch auf der Flasche, auf dem Label, konnte ich dazu gar nicht so viel lesen, außer dass die sagen, das ist irgendwie der Standard 10er mit Erweiterung um Sherry-Aromen, ja? Oder Sherry-Fass-Einflüssen. So sieht das ganze Ding aus, finde ich ganz schön, mit der roten 10 und mit dem Sherry Oak Finish rot abgehoben. 48%, ich meine, die Flasche erkennt man sofort wieder. Mit diesen roten Hervorhebungen, also ja, Flasche passt soweit. Der hier, hatte ich gerade gesagt, wenn ich den mit dem Triple Food vergleiche, haben wir hier schon mal eine Altersangabe, 10 Jahre. Wir haben aber auch eine andere Fass- oder eine andere Reifung in anderen Fässern. Wir haben hier, hatte ich gerade gesagt, den ganz normalen 10er. Hier werden kaum weitere Angaben gemacht, außer dass er irgendwie einen Finish in Oloroso Sherry Cask gehalten hat und vorher in Bourbon und Sherry Fässern reifen durfte. Ich weiß aber, oder bin mir ziemlich sicher, 25% durften in Oloroso Refill Casks reifen, 75% erstmal in ehemaligen Bourbon Barrels. Diese 75% wurden dann nach 9 Jahren nochmal für 12 Monate in Oloroso European Oak Cask gereift, sodass man insgesamt hier auf 10 Jahre kam, bevor man dann beides vermehlt hat. So ist mein Verständnis oder so sind meine Informationen bezüglich der richtigen Fasszusammensetzung. Wir haben 48 Volumenprozent, ja, und ich habe es im Intro gesagt, die medizinischen Aromen von Laphroaig, das Torfige in Kombination mit Sherry, ist eigentlich immer eine sichere Bank. Ne? Also deswegen, ich bin einfach auch mal gespannt. Preislich liegt der ja irgendwie bei, wenn man Glück hat, 50, 55 Euro. Bisschen teurer als der Triple Wood ursprünglich mal mit 40 Euro gekostet hat. Ja, lasst uns die doch einfach mal parallel verkosten. Das war ja auch euer Wunsch und viel Spaß jetzt in der Verkostung. Bis dann. Nicht wundern und gleich denken, ich trinke aus dem falschen Glas und erzähle euch was zum falschen Whisky. Ich habe die gerade getauscht. Also der Triple Wood steht jetzt hier in dem Glas und das leere Glas ist jetzt hier der Sherry Oak Finish 10 Jahre. Ui, das war ein schöner Knall. Ja, heute mal andere Gläser als den Spiegelau Snifter, den ich sonst hier in den Verkostungsvideos immer habe. Aber ich dachte, wenn ich hier schon vor so einem Laphroaig Cask oder fast Deckel sitze, dann gibt es hier heute bei mir auch irgendwie Laphroaig Gläser. Wenn schon, denn schon. Na, gucken wir mal. Farblich. Ja, muss ich noch mal gucken. Der Triple Wood ist ja gefärbt, meines Erachtens nach. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo hier drauf stand. Ja, mit Farbstoff steht unten ganz groß drauf. Und wir haben hier, glaube ich, also keine Angabe. Und ich meine, der wäre auch nicht gefärbt. Also, wenn man sich das jetzt mal hier anguckt, ne, farblich, ist das ja hier, das hier ist der Sherry Oak Finish und der hier, an den ich klopfe, ist der Triple Wood. Also das ist ja schon farblich eine ganz andere
Welt, ne? Viel mehr hier der Triple Wood in Richtung, der Sherry Oak Finish. Mein Gott, jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich hier nicht durcheinander komme. Sherry Oak viel mehr in Richtung Bernstein unterwegs, während der Triple Wood hier doch eher so einen göldlichen Ton hat. Ja, gucken wir mal, was so die Nase sagt beim Sherry Oak Finish 10 Jahre. Fangen wir damit mal an. Wunderbar frische, jodige, leicht medizinische Aromen. Maritim, leichte Zitrusfrische. In Kombination tatsächlich, und hier kommt, finde ich, auch das Sherryfass wirklich gut durch. Also sowohl die Reifung in diesem Refill, Sherryfass plus das Finish haben ja tatsächlich nochmal ordentlich Aromen mitgegeben, die man so vom 10er natürlich nicht gewohnt ist und einfach on top und ihm einfach nochmal mehr Komplexität und mehr Tiefe mitgeben. Wir haben hier wundervoll süßen, so zähflüssigen Honig, wie ich finde. So ein bisschen Bacon, also so schön gegrillten Bacon. So mit Honig glasierten Bacon, wunderbar. Und immer wieder dieses jodige, medizinische Mullverbände, die immer wieder durchblitzen. Ja, gucken wir mal kurz die Nase im Triple Wood nochmal im Vergleich dazu. Oh. Wahnsinn. Das ist echt. Also der Sherry Oak Finish hat viel mehr Sherry-Aromen zu bieten. Im direkten Vergleich. Bei dem Triple Wood sind es dann doch eher die jodig-medizinischen, finde ich beim Triple Wood nicht ganz so stark wie bei dem Sherry Oak, aber dafür finde ich, hier hat man eher die süßliche Vanille, leichtes Karamell, Toffee. Ja, man hat auch hier die Sherry-Aromen definitiv da, rote Früchte oder dunkle Beeren, so leicht, aber das ist hier bei dem Sherry Oak Finish tatsächlich eine ganz andere Hausnummer, ne? Ja, absolut. Oh. Also die Nase gefällt mir wirklich schon mal gut. Jetzt ist auch dieses medizinische Jodige gar nicht mehr so präsent, sondern der hat jetzt schön süßlich-fruchtige Momente. Also eine wunderbare Honignote, Barbecue-Speck, glasierter Speck hier mit Honig gegrillt. Schöne Früchte, schöne Röstaromen, schöne malzige Aromen. Also, Nase hat auf jeden Fall der Sherry Oak Finish 10 Jahre hier deutlich die Nase vorn. Muss ich selber. Nase hat der Lafroy 10, Sherry Oak Finish die Nase vorn. Sehr gut. Ja, so ist es halt. Gut, ab. Gucken wir mal, was der so am Gaumen zaubert. Sherry Oak Finish. Also auch hier natürlich, wie zu erwarten, kräftige, medizinische, jodige, maritime Aromen, kalte Asche. Aber auch hier wieder sind die Sherry-Aromen sofort eigentlich da. Wir haben hier wunderbar kräftige Honig-Aromen. Es geht so ein bisschen, wie ich finde, jetzt auch am Gaumen gerade, wo ich mehr rieche, kommt es auch direkt vor, so Ahornsirup. Ne? So richtig schöner, intensiver Ahornsirup. So ein bisschen Datteln, ein bisschen Schokolade, aber ganz leicht so im Hintergrund. Ja. Schöner Antritt, schöne pfeffrige Würze, leichte herbe Eichenholzaromen. Aber es ist schon ein wunderbares, wie ich finde, Zusammenspiel zwischen diesen medizinisch kaltaschigen Aromen mit diesen warmen, süßlichen Sherry-Aromen. Vanille, rote Früchte,
leicht schokoladig, Datteln, sirupartig. Mit dieser pfeffrigen Würzigkeit, also es harmoniert hier sehr gut. Ich finde, man hat hier direkt am Anfang medizinisch kalte Asche, danach direkt die Sherry-Aromen, die den torfigen oder diesen medizinischen Krankenhausaromen doch echt gut die Stirn bieten können. Gucken wir mal, was bei dem Triple Wood so los ist. Auch hier würde ich sagen, weniger diese medizinischen Aromen, weniger Asche, aber viel mehr Vanille, viel mehr Würze durch die Quarter Cask wahrscheinlich, weniger Sherry im Vergleich zum Sherry Oak Finish, deutlich weniger Sherry. Hier dominieren für mich eher im direkten Vergleich die Bourbon Barrels und die Quarter Casks, während hier die Sherry-Fässer voll reinhauen. Aber, und jetzt muss ich echt, ich fand jetzt gerade den Triple Wood tatsächlich am Gaumen ein bisschen harmonischer, ein bisschen ausgewogener. Es wird immer, also je länger der jetzt hier auch atmet, ne, die Flasche habe ich ja gerade erst aufgemacht, desto krasser werden diese Sherry-Aromen. Jetzt habe ich so ein bisschen Vegemite, Gewürzpaste. Ah ja, die werden ordentlich. Wenn sich der Gaumen einmal wirklich an diesen medizinischen aschigen Aromen gewöhnt hat, dann kommen jetzt hier auch einfach diese krassen Sherry-Aromen immer weiter in den Vordergrund. Also auch hier so würzige Aromen, weihnachtliche Aromen, Nelken, sehr würzig jetzt tatsächlich auch gerade am Gaumen mit dem Nachklang, mit sehr, sehr starken herben Röstaromen hier bei dem Sherry Oak Finish. Ich nehme jetzt nochmal den letzten Schluck und dann ist der Vergleich jetzt auch gleich abgeschlossen. Okay, schwer hier ein Fazit gerade zu ziehen aus diesem Vergleich. Echt nochmal, hätte ich nicht gedacht, dass sie so unterschiedlich sind in meinen Augen, die beiden Whiskys. Das überrascht mich jetzt gerade echt. Ich habe hier ein Sherry Oak Finish, 10 Jahre mit einem satten Anteil, mit einer Reifung oder einem großen Anteil Reifung in Sherry-Fässern. Sieht man auch farblich sofort. Die Nase verrät das auch sofort. Im direkten Vergleich zum Triple Wood fallen hier die Sherry-Aromen deutlich, deutlich krasser aus. Das sowohl in der Nase als auch am Gaumen. Nase finde ich den wirklich sehr toll. Am Gaumen bin ich gerade echt noch unentschlossen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob mir diese Sherry echt zu viel ist gerade bei dem. Nee, also ist tatsächlich lecker, schöne Harmonie zwischen kalter Asche, Medizin und diesen süßlich-fruchtigen Sherry-Aromen. Ja, bei dem Triple Wood fallen die deutlich weniger aus. Wir haben ja auch keine Altersangabe. Aber ich persönlich finde, dass ich hier mehr Harmonie im Glas habe, am Gaumen wohlgemerkt. Das passt irgendwie alles so ein bisschen besser zusammen. Die leichten Sherry-Aromen mit diesen medizinischen Aromen, mit den Quarter Cask, mit den Gewürzen oder mit diesen würzigen Aromen, finde ich beim Laphroaig Triple Wood etwas spannender und graziler. Ja, der ist ja nicht mehr, also ist schon noch erhältlich, zahlt man aber jetzt irgendwie 80 Euro plus für. Wir haben hier jetzt den Sherry Oak Finish, leicht andere Rezeptur
Aber für 50, 55 Euro, 10 Jahre alt, würde ich sagen, ist das eine gute Alternative. Der schmeckt mir sehr gut. Ich finde ihn auch sehr gut. Ich würde mir aber trotzdem, glaube ich, eher, wenn es den für 40 Euro weiterhin geben würde, den Triple Wood gönnen. Würde ich jetzt aber 60, 65 Euro hier schon zahlen oder sei es auch 80 Euro und mehr, würde ich immer wieder den Cherry Oak Finish 10 Jahre vorziehen. Auch wenn mir der Triple Wood in Nuancen besser gefällt, gerade am Gaumen. Wenn ich den Cherry Oak Finish jetzt bewerten müsste, dann oder muss, mache ich jetzt einfach mal, dann würde ich dem in der Nase immer von 5 Punkten, ne, maximal pro Kategorie, irgendwas so 3,5 bis 3,75 geben. Obwohl Nase gefällt er mir eigentlich gut. 3,75 Nase. Gaumen stufe ich ihn ein bisschen ab. Ist für mich einfach teilweise zu krass sherry-lastig. Das heißt zu krass sherry-lastig. Wir sprechen jetzt nicht von einer Sherry-Bombe oder sowas, ne? Aber für mich in meinen Augen, was ich von Laphroaig lieber hätte, wäre so ein bisschen weniger Sherry jetzt einfach in der Abfüllung. Sagen wir mal so. 3,5. Nachklang. 3,5. Ja. Das war's soweit. Also, wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch keine weiteren Videos verpassen wollt, dann liked gerne dieses Video und Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Ich freue mich über jedes neue Abo und sag mal bis dahin, euer Tim. Tschö.